Freunde, wie bin ich froh, euch wohl aufzusehen. Vater! Pippin, mein Sohn! Vater, vergib mir. Ich hätte da sein sollen, um die Sultana zu retten. Spar dir deine Tränen. Die Sultana lebt. Du? Ja, ich war es, die dieses Treffen arrangierte. Ich hatte noch nicht mit allen das Vergnügen. Ich bin Dulala, Hohepriesterin des Ordens von Naltal und Mitglied des Scorpio-Kreises. Ist es wahr? Lebt die Sultana? Soweit ich weiß, warst du bei der Sultana, als sie aus dem vergifteten Kelch trank und zusammenbrach. Aber ihren Herzschlag hast du nicht überprüft. Ist das richtig? Aber Ilbert hat doch selbst gesagt. Nun erklär dich schon. Beruhigt euch, General. Dies alles war Teil des Plans. Eines Plans, um Teleji Adeleji und die Bedrohung, die von ihm ausging, auszuschalten. Ich vermute, dass Teleji das Attentat auf die Sultana zunächst allein plante. Doch Lolorito bekam irgendwie Wind davon und nutzte es zu seinem Vorteil. Er wollte erreichen, dass du ihm Teleji aus dem Weg räumst. Und du hast es tatsächlich getan. Mit einem Streich entledigte er sich zweier seiner Rivalen, ohne den geringsten Verdacht auf sich zu ziehen. Lolorito, du Hund! Aber wieso sollte die Sultana noch am Leben sein? Sie lebt, weil es Lolorito so passt. Eine ihrer Dienerinnen gehorchte Lolorito aufs Wort und tauschte das Gift im letzten Moment aus. Gegen einen Trank, der einen Sandling lediglich in einen tiefen, todesähnlichen Schlaf versetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sultana immer noch in diesem unnatürlichen Schlafzustand gehalten wird. Oh, Nanamo. Aber Lolorito, diesem miesen Usurpator, werde ich niemals verzeihen. Er ist gewiss kein Wohltäter, aber in diesem Fall hat er das Leben der Sultana gerettet. Er ist ein durchtriebener Intrigant. Doch er kennt den Wert der Stabilität. Sein Hunger nach Reichtum und Macht ist unstillbar. Nach einem Umsturz trachtet er indes aber nicht. Ich bleibe in politischen Dingen neutral, aber nicht aus Mangel an Sorge um unser Land. Es war mein Wunsch nach Frieden, der mich dazu brachte, eure Freunde mit Informationen zu versorgen und eure Rückkehr zu erwarten. Rauban, es gibt viel zu tun. Zuerst müssen wir das Volk beruhigen. Denn der Wohlstand Uldars liegt in der Gesundheit, dem Glück und den Hoffnungen seiner Bürger. Soll Lolorito doch zusammenkratzen, was Teleji Adeleji an Reichtum zurückgelassen hat. Aber ihr, General, habt eine Aufgabe, die eurer würdig ist. Rettet die Sultana und nehmt euren Platz an ihrer Seite ein. Zu ihrem Wohl und zum Wohl unseres Landes.
Für Ishgard wäre ein weiterer Angriff der Drachen fatal. Selbst wenn es den Tempelrittern abermals gelänge, den Feind zurückzudrängen. Die Verluste wären groß. Aber was sollen wir nur tun? Mich würden die Drachen ja bestimmt nicht mal hören, so klein wie ich bin. Dich vielleicht nicht. Eine gewisse Bekannte von uns, aber eventuell schon. Du meinst Eisherz? Sie hat bei eurer letzten Begegnung eingestanden, den Angriff auf Ishgard zu bereuen, nicht wahr? Dann sollten wir ihr Gelegenheit zur Wiedergutmachung geben. Ysel steht in Kontakt mit den Drachen. Vielleicht kann sie Nitok von seinem Vorhaben abbringen. Bei diesem Treffen wäre ich auch gerne dabei. Estinien? Ich bezweifle, dass Nidhogg in seinem brodelnden Hass mit sich reden lässt. Aber der Versuch könnte uns Zeit verschaffen, uns gegen den Angriff zu wappnen. Vielleicht solltet ihr aber auch eine endgültige Lösung für diesen Konflikt in Erwägung ziehen. Lasst uns dem Biest den Garaus machen. Mit meiner Kraft des Drachenauges und der Gabe des Kriegers des Lichts sollte uns das gelingen. Einen besseren Geleitschutz als den Azur-Drachenreiter könnten wir uns bei dieser Aufgabe wahrlich nicht wünschen. Doch Kampf wird unser letztes Mittel sein. Zuerst versuchen wir es auf diplomatischem Wege. Dann steht Eisherz wohl bis auf Widerruf unter diplomatischem Schutz, hm? Wie ihr meint. Ich rate euch aber dringendst, Emmerik aus dem Spiel zu lassen. Wenn man ihm Verbindungen zu den Heretikern nachweist, werden sich seine politischen Feinde wie hungrige Wölfe auf ihn stürzen. Hab Dank für diese Warnung, Estinien. Wir werden sie berücksichtigen. Und seid versichert, dass es uns sehr ehrt, einen Mann mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten an unserer Seite zu haben. Man tut, was man kann. Schickt Verstärkung in den dritten Bezirk und bestückt die Geschütze mit ausreichend Munition. Wir müssen mit einer langen Belagerung rechnen. Zu Befehl, Großmeister! Ah, Besuch. Und weitaus willkommener als der eines Drachenheers, möchte ich hinzufügen. Verzeiht, dass wir euch in dieser drängenden Stunde behelligen, Großmeister. Aber womöglich gibt es einen Weg, den Angriff der Drachen abzuwenden. Zu eurer eigenen Sicherheit kann ich euch im Moment noch keine Details verraten. Doch bitte haltet die päpstliche Kurie davon ab, einen Präventivschlag durchzuführen. Ich befürworte jeden Weg, der ein Blutvergießen vermeidet. Aber mir wäre wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen könntet. Nur so viel, Emmerik. Ich selbst werde die Operation begleiten. Und auch wenn sie misslingt, sollten wir zumindest den Angriff Nidhoggs hinauszögern und seine Kräfte versprengen können. Und das wäre schon mehr, als wir uns von der Strategie der Kurie je erhoffen können. Die verspricht höchstens einen heldenhaften Tod, aber keinen Sieg in diesem Krieg.
Da muss ich dir beipflichten. Die Pläne sind nicht gerade ermutigend. Statt Hals über Kopf in unser Verderben zu rennen, sollten wir lieber unsere Verteidigung stärken. Der Azur-Drachenreiter und der Krieger des Lichts auf einem gemeinsamen Kreuzzug gegen Netok. Allein die Vorstellung vertreibt jeden Zweifel, der in meinem Herzen keimen könnte. Also gut, führt euren Plan aus. Ich werde derweil versuchen, die Kurie zur Vernunft zu bringen. Berichte. Eure Exzellenz, die Glocken des Observatoriums warnen davor, dass unser Feind sich neu formiert. Die Drachen fliegen also ein weiteres Mal gegen Ishgard. Sollen sie kommen, zu Hunderten oder Tausenden, die Kraft des Heiligen Schwertes wird ihre Leiber zerteilen. Und die Heretiker in ihrem Blut ertränken. Selbst Netok und seine faulige Brut werden sich uns nicht widersetzen können. Und sobald wir die Welt von diesem Ungeziefer befreit haben, wenden wir uns unseren Freunden, den Ashians, zu und sorgen dafür, dass sie für ihre unschätzbare Hilfe gebührend entlohnt werden. Mit Verlaub, Eure Exzellenz. Die Himmelsboten verfügen über ungeheure Kräfte. Ist es wirklich ratsam, sich mit solchen Wesen anzulegen? Du bist ein besonnener Mann, Seferin. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Doch zu Zeiten muss ein Anführer auch kühne Schritte wagen. Wir streben danach, einen tausendjährigen Krieg zu beenden. Kein Wagnis ist so groß, wenn ein so wichtiges Ziel zum Greifen nahe ist. Und was soll mit Estinien und dem Krieger des Lichts geschehen? Sie scheinen etwas zu planen. Lass sie gewähren, Seferin. Jeder muss die Rolle erfüllen, die das Schicksal ihm zugewiesen hat. Du und deine erwählten Brüder vor allem. Jordan zum Ruhme!